Wikipiano.net ist eine Komposition für Solo-Klavier, die von der Internet-Community mitgestaltet werden kann und auf der Bühne dann das gespielt wird, was die verschiedenen Nutzer weltweit eingetragen haben. Hier haben wir jetzt verschiedene Segmente, die man an- und ausschalten kann. Was willst du für ein Tempo? Moderato. Fangen wir mal easy an. Okay, dann machen wir ein bisschen Spannung rein. Scary Tension Build-up. Die Kontrolle über das Stück habe ich komplett abgegeben. Das heißt, was da passiert, bestimme ich nicht mit. Was man dann sozusagen umsetzt, also wenn man dann diese Partitur bekommt, so, oder das heißt den Stand der Webseite, dann gibt es sozusagen schon noch eine künstlerische Auseinandersetzung damit, die einerseits ein Pianist oder eine Pianistin alleine fällen kann. Und jetzt in dem Fall der Uraufführung, wenn ich dabei bin, sozusagen gebe ich meinen Senf dazu und helfe umzusetzen, was aber sozusagen die Community entschieden hat. Can you make the pause before Cocklaw even longer and overemphasize it? I have my sounds on the piano, I have things that I can speak, I have sound effects on the keyboard, and I have also other organ sounds and synthesizer sounds on the keyboard as well. I like to cry. I will cry for as long as I fuck this. I dance the lipstick in the club. Normally I like to have the piece and then really rehearse it and have everything very controlled and worked out a long time in advance. But this is sort of always changing. You'll never feel really safe and really secure. Ein mögliches Scheitern in dem Stück ist irgendwie halt mit angelegt. Also es kann A, einfach unmusikalisch werden. Es kann natürlich auch irgendwie so Trollverhalten haben oder dass Leute es einfach sabotieren. No piano fate unless. Ich sehe sozusagen aber auch das Stück nicht als eine Toolbox, mit der man ein großes Meisterwerk am Ende herstellt. Ich sehe eigentlich vielmehr die Chance darin zu beobachten, was sozusagen kontinuierlich vielleicht in Community-Verhalten oder Netznutzung auch passiert. Und eigentlich ist das eher die Stärke.